Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lords of the Fallen hier in Folge 17, glaube ich, hoffe ich. Auf jeden Fall hatte ich leider kleine Probleme mit der Facecam und deswegen ist es heute mal ohne, beziehungsweise in ein paar kommenden Folgen, die Session jetzt musste ich mal ohne Facecam machen. Aber ich habe den Weg gefunden, der uns weiterführt. Und zwar geht's hier nämlich in die alten Grabkammern und da waren wir noch nicht, die haben wir noch nicht erforscht. Okay, hier war eine... wo ist es? Hier, genau. So. Dann gehen wir mal da runter und schauen, was da so abgeht. Hier haben wir schon mal ein Item. Noch ein menschlicher Schädel. Davon haben wir jetzt schon einige. Dann hier. Ist das eine Kiste? Nein. Ah, ein kleiner Gegner. Ah, Mist. Wow. Die sind aber stark hier. Wow. Holy crap. Na, da muss ich erstmal einen Trank nehmen. So. Mach's gut. Oh, wir haben noch den 1-fachen Multiplikator aus irgendeinem Grund. Ist ja mies. Ah. Hä, der eine Schlag hat nicht gesessen aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Okay. Und da geht der Multiplikator auch wieder hoch. Sauber, okay. Die machen wir auf. Ja, mit der Rune. Was haben wir schnell? Die stehen wieder auf. Leichte Rüstung, kaltes Blut. Ich glaube, davon haben wir schon ein bisschen was von dem Set. Das ist ganz nice. Oh, hier ist noch ein Schalter. Irgendeine Tür ist aufgegangen, ne? Oh, ich sehe schon. Antanas ist mächtiger als alles, was ich je gesehen habe. Er ist entschlossen, diese Welt vom Bösen zu befreien. Er hat es geschafft, Dämonen aus den Körpern der Besessenen zu treiben. Könnte dies der Anfang vom Ende des Bösen sein? Alles klar, okay, nice. Ja, da haben wir einen Shortcut aufgemacht gerade. Und mal ein paar Infos wieder über den Antanas bekommen, der ja quasi schon seit Anfang an das Ziel ist, den mal zu finden. Noch ein menschlicher Schädel, meine Güte. Wow. Okay, was haben wir hier Feines? Ach, hier sind wir bei der Quelle des Todes, okay. Das ging ja schnell, da waren wir das letzte Mal. Komm, geh ab in die Zwischenwelt. Und dann hoffe ich, dass ich das Timing richtig hinkriege hier. Nein. Ah, einmal erwischt immerhin. Das ist aber super nervig so irgendwie. Ich werde die Rune wohl nochmal umswitchen. Oh cool, haben wir jetzt schon? Ne, ist wieder Zwischenwelt. Okay, shit. Ne, ich werde die auf jeden Fall nochmal umswitchen, weil es geht mir doch zu sehr auf den Sack. Also es ist ganz cool, wenn man mehrere Gegner hat. Aber so, ich wollte das ja eigentlich für die Schildgegner einsetzen. Und da scheint es irgendwie nicht so der Bringer zu sein. Bam. Okay, oh Gott, jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Ich glaube hier, ja, hier ging es weiter, okay. Oh, fetti Boom Boom. Auf einmal flippt er aus, ne? Was war denn mit den Hunden da los? Ups. Boah, ich will da nicht reinfallen. Ungern. Der eine Hund ist da einfach reingesprungen, ne? Oder sah so aus zumindest. So, hier haben wir noch eine Rolle. Das Böse lebt in dieser Welt. Damit muss ich mich abfinden. Es gibt keinen Weg, es wirklich zu vertreiben. Es in neue Formen zu... Ein Wiedersehen. Sorry. Ich dachte nicht, dass ich das jetzt abbreche damit, sondern ich dachte, ich kann jetzt einfach hier schmieden, aber nee. Ist leider nicht so. Sorry. Ein Wiedersehen. Ja, und zwar wollen wir... Oh, nein, das nicht, sondern... Wir wollen die Runen ausrüsten. Und zwar an der Faust... An der hier machen wir jetzt eine andere Erzeugung. Von den Füßen reißt. Ja, das ist doch was Nices.
Für die Druckwelle. Schießt giftige Energie ab, die die Rüstung des Feindes schädigen kann. Entfesselt einen mächtigen Schlag. Magische Energie, der dem Gegner Lebenskraft entzieht. Speit jetzt Feuer, auch nicht schlecht. Erzeuge einen mächtigen Schlag. Die Gegner von den Füßen. Ja, dann machen wir das mal, aber mit der höheren Kraftrune. Zack. Für die Druckwelle. So, und das Geschoss. Hatten wir die höhere Magierune jetzt? Der Einschlag setzt Gegner in Brand, finde ich schöner. Machen wir das. So, alles klar. Und dann machen wir die Granate auch gerade noch mit irgendwas. Wirft eine Giftbombe. Wirft eine magische Bombe, die in der Luft schwebt und Gegner unter magischen Beschuss nimmt. Das hört sich geil an. Wirft eine Bombe, die während der Detonation mehrere kleine Bomben erzeugt. Ja, dann nehmen wir mal die höhere Magierune, würde ich sagen. Hört sich ziemlich cool an. So, alles klar. Probieren wir die gerade mal aus. Hier, Granate. Oh? Geil. Ach du Scheiße, ist das gut. Das ist ja, also das ist richtig nice. Ja, alles klar. Und was haben wir jetzt? Okay, das setzt einfach den Gegner in Brand. Und die Druckwelle muss ich aber auch nochmal ausprobieren. Die geht jetzt bestimmt auch ab. Ich bin jetzt nur ein bisschen desorientiert. Also hier ging es ja zurück. Nee. Machen wir mal die Druckwelle. Wow. Ist das nice. Die Minen, aha. Hier haben wir doch noch was. Dieses Schwert muss verflucht sein. Ich habe es mir vor ein paar Nächten aus einem Grab genommen. Das Grab eines gewissen Kyle Ember, glaube ich. Als ich es zur Hand nahm, fühlte ich mich schwach. Mir wurde unwohl. Aber das Schwert selbst, es ist unglaublich. Wer auch immer es finden mag, lass die Hände davon. Es ist zu gefährlich. Das hört sich nach einem guten Schwert an. Aber, genau, ich wollte mal gucken nach diesem kalten Blut. Da, den Helm davon haben wir nämlich schon an. Was hatten wir noch bekommen von kaltes Blut? Da, leichte Rüstung, okay. Ist jetzt... Ja, wir haben mittlere Anhalt, ne? Ich glaube aber auch, das ganze Set sieht ganz cool aus. Und, oh. Okay, hier ist schon mal ein Sockel drin. Das ist schon mal nice. Da. Ich rüste mal das ganze Set aus, gerade einfach. Kaltes Blut. Set ausrüsten. Oh ja, das sieht doch richtig nice aus. Wir haben nur einen leeren Sockel leider. Hier haben wir auch kaltes Blut an, was natürlich wieder mal nicht mithalten kann mit den lebendigen Elementen, weil es einfach zwei Sockel hat. Ist echt leider so. Wir brauchen mal mehr Items mit zwei Sockeln. Ja. Schade drum. Das sieht geil aus, das Set, aber... Oh, Weisheit hier. Nice, da habe ich sogar schon was reingesockelt, alles klar. Und Handschuhe? Gibt's da denn kein... Boah, die können wir anziehen und trotzdem haben wir noch genug... Sind wir noch im grünen Bereich? Dann mache ich das doch. Dann ziehen wir die an, lebende Legende. Und kriegen noch einen Sockel das nächste Mal, wenn ich an einem Dings vorbeikomme. An einem Amboss. So, hä? Wrong. Not right. It was wrong. Oh. So, dann... Wow. Probieren wir doch auch mal gegen die Schildtypen. Die hier, die Granate.
Jetzt von hinten ballert drauf, ja, weil. Er ballert auf den anderen leider. Ach, das ist ein Mist. Ich muss den echt am besten niederwerfen mit der Druckwelle. Oh, oh. Ich frag mich, ob es den anderen erledigt hat. Ich glaube aber schon, ehrlich gesagt. Das hat sich zumindest so angehört. Jetzt komm, lass mich mal da durch, dass ich hier wenigstens ein bisschen Platz hab. Dickwanst. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Nee, erledigt ist er nicht, aber ein Schlag, ja. Easy. Ja, und jetzt kann er kommen gerne. Ich warte hier mit einer Druckwelle auf ihn. Komm, komm her, Dickerchen. Ja. Wo Treffer konnte ich reinbringen, immerhin. Ist doch schon mal nicht schlecht. Gucken. Nein, geht noch nicht. Jetzt wäre es wieder bereit. Nice. Raum hier, der sieht genauso aus wie der andere mit diesem Loch drin. Komische Räume. Naja, hier ist auf jeden Fall geht's raus, okay. Dann sind wir jetzt vielleicht in der Zitadelle, oder ich hoffe es zumindest. Da sollen wir ja hin. Na? Es lädt wieder und gibt mir Tipps ohne Ende. So, wo sind wir? Nee, oder? Dafür jetzt diesen ganzen Weg hier. Also es könnte sein, dass es ja... Nee, das ist... Hier waren wir schon. Boah, ist das ätzend, Leute. Ja, hier waren wir definitiv. Ey. Guckt euch das mal an. Wie die hier einfach nur sterben. Ah, was für ein Arsch. Äußere Mauer. Abgebrannter Turm. Ja. Ah. Das ist wieder ziemlich am Anfang vom ganzen Spiel. Boah, eh nicht, oder? Was er hier noch mit mir macht, dann stirbt er einfach vom Gift, während er mich im Mund hat. Ihr könnt auf jeden Fall heimgehen, ihr Dickwänste. Ja, und jetzt irgendwie... Ach, dieses Game. Macht mich fertig. Gehen wir halt wieder rein. Ach. Jetzt sind alle wieder da. Ich gehe jetzt den Gegner aber mal ein bisschen aus dem Weg einfach. Soweit mir das möglich ist, ohne zu sterben. So. Die alten Minen. Alte Grabkammer. Und allein hier ist halt schon königliches Grab, okay. Hier ist halt schon Irrgarten so ein bisschen, aber hier ist ein... Nice. Ah, da waren wir auch schon. Ja, ich will einfach nur die Handschuhe mal ausrüsten. Und zwar machen wir da rein
Ja, irgendwie physischen Widerstand haben wir echt genug. Deswegen mache ich mal einfach Feuerwiderstand. So. Ja, hier in so ein Loch springen ist wahrscheinlich keine gute Idee. Schätze ich jetzt mal so einfach. Boah. Ja, ist echt schade. Und hier könnten wir halt rübergehen und wären wieder am Anfang. Das ist doch scheiße. Oh, eine Minispinne. Noch eine Minispinne. Was hiermit? Oh! Also dieses Spiel ist etwas strange. Wirklich. Plötzlich kann man auch Sachen weghauen. Das hatte nicht mal einen Soundeffekt gerade. Ihr habt es ja gehört. Hier ist wieder so ein Schalter. Irgend so ein Zeitschalter, aber... Der wird wahrscheinlich... Oh, da war noch ein Item. Okay, hier in der Nähe macht er irgendwo was auf. Das hier war... Ja. 100 Pro. Also gehen wir nochmal da hoch. Achso, ja. Holen uns erstmal das Item da. Menschlicher Schädel. Und jetzt muss ich wieder wirklich, wirklich schnell sein. Boah. Lass mich... Ey. Das war ja wohl noch offen. Ach. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ist das der gleiche Bug hier wie mit... Oh, jetzt bin ich falsch gelaufen. Das ist der gleiche Bug wie mit dem anderen... Wie mit der anderen Tür im letzte... mit der anderen Tür letzte Folge, oder was? Das wär's ja. Das würde mich ja total freuen, würde mich das ja jetzt. Aha, da haben wir's doch. Und jetzt sind wir... gnadenlos hier drin gefangen. Ah ne, hier ist ein Schalter, okay. Eingestürzter Tunnel. Hier gibt's so viel Kram hier unten. Und das ist... Tut mir leid, ey, ich weiß nicht. Aber das ist ja wohl so unübersichtlich aufgebaut. Oh, das ist bestimmt das Schwert, von dem der Typ geredet hat. Blutgier. Hört sich auf jeden Fall eindrucksvoll an, erstmal. Hier würde ich gerne noch weiter. Geht aber nicht. Na, hier war nur das Schwert. Und hier sind wir wieder im königlichen Grab, wo aber noch eine Kiste ist. Prunkvolle Axt. Ja, das war's doch schon wieder hier. Das war der tolle Geheimgang. Was ist denn der hier so stark plötzlich? Daran orientiere ich mich ja eigentlich auch ein bisschen, so je stärker die Gegner sind, dann... What? Was hat der denn gerade gemacht? Okay, der war wieder mega schwach. Das ist ein großer Irrgarten hier, Leute. Ja genau, beiß mir den Kopf. Alles in Ordnung, bei dir. Läuft.
Ne, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Was haben wir denn hier noch? Aha. Das sieht doch gut aus. Also zumindest ist da ein Endgegnerportal. Also, beziehungsweise so eins, was aufgeht, wenn man einen Endgegner besiegt hat. Ja, bringt mich nur leider auch nicht weiter, wenn ich nicht den Boss auch finde, der hier drin ist. Oha. Drecksack. Lay down on the ground. Ja, das ist mit dem falschen Verbrecher angelegt hier. In der Quelle des Todes. Hört sich schon mal so an, zumindest. Als würde es irgendwo weitergehen. Zellenrund. Oh Gott, da sind wir ja jetzt wieder ganz am Anfang. Ach ja. Das sind also die Geheimnisse. Boah! Der kann ja gar nichts. Zwei Schläge. Und tot ist er. Sah so krass eindrucksvoll aus, der Kerl. Ja, hier geht's leider nicht rein. Wird uns aber auch nichts bringen. Also wieder raus da. Wo ist er hin? Nein. Jetzt komplett gewastet leider den schönen Handschuh. Komm, wir geben dir noch eine hinterher. Ja. Stirb. Meine Güte. Hallo, Dicky. Hey. Naja, wir müssen sowieso mal zurück. Haben auf jeden Fall jetzt noch eine ganze Menge erforscht. Wow. Ach, da ist es ja schon. Hab's voll übersehen eben irgendwie. Okay. Ja, und an der Stelle mache ich mal wieder ein Päuschen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und ich hoffe, da kann ich den Endgegner endlich mal niederstrecken, der sich irgendwo hier unten befindet. Also bis dann. Macht's gut.